Hieronymus Bosch, das tausendjährige Reich. Grundzüge einer Auslegung von Wilhelm Fringer. Ungewöhnlich wie sein Geist und seine sprühende Fantasie war seine Erscheinung, die sich von allen anderen Gestalten der akademischen Welt aufs Originellste abhob und unterschied. Kam er auf der Straße daher, so dachte man weder an einen modernen Gelehrten noch an einen zeitgenössischen Bohemien, aber erst recht nicht an eine Spitzwegfigur oder einen Stillen im Lande, eher an einen Alchemisten und Goldmacher, einen Geheimbündler der Steinmetzenzunft, an einen spitzzüngigen Erzschelm, einen aus der Kutte entsprungenen Mönch, Reformator oder Wiedertäufer, vielleicht auch an einen Baalspfaffen, Mystagogen und Lasterabbé, dem man die Zelebration der Satansmesse zutraute. In den Kreisen der traditionsgetreuen Akademiker galt er als der reine Teufel oder wenigstens als dessen mephistophelischer und, was noch ärgerlicher war, bolschewistischer Abgesandter. Soweit Karl Zuckmayer über Wilhelm Fringer. Er lebte und forschte nach dem Krieg in der DDR und ist 1964 in Potsdam gestorben. Er war Kunsthistoriker und Privatgelehrter, zugleich Volkskundler, Publizist, Wissensvermittler und Humanist. Der von seiner Frau nach seinem Tode herausgegebene, imposant bebilderte Sammelband seiner Schriften über Hieronymus Bosch war das Jugendweihegeschenk zu DDR-Zeiten und erfuhr auch im Westen zahlreiche Auflagen. Am 12. Juni 1411 wurde der Karmelitenfrater Wilhelm van Hildernissen vor das bischöfliche Gericht zu Kammerik gestellt. Er war ein Haupt der Brüsseler Homines Intelligentiae, in deren Führung er sich mit Egidius Cantor, einem 60-jährigen Laien, teilte. Eine ausführliche Klageschrift von 21 Punkten, welche die Irrungen Egidius Cantors und seiner Anhänger zusammenfassen, ergänzt durch eine zweite, die in 18 Punkten dem Mönche selbst zur Last gelegte Irrlehren verzeichnet, vermittelt uns ein ungewöhnlich individuelles Bild eines heretischen Gemeinschaftslebens, gruppiert um die zentrale Vorstellung des Paradieses, das eine adamitische Erotik als ketzerisches Lehrgeheimnis in sich schließt. Die Homines Intelligentiae zählen zu einer seit dem 13. Jahrhundert das Abendland durchziehenden heretischen Bewegung, die, ohne sich zu einem festeren Zusammenhalt zu schließen, im deutschen Sprachgebiet besonders in den Gegenden des Rheins, von Basel, Straßburg, Mainz und Köln bis in die Niederlande ausgebreitet war, den Brüdern und Schwestern des freien oder hohen Geistes, so benannt, weil sie sich als Inkorporation des Heiligen Geistes und durch dessen Kraft zu einer Geistvollkommenheit erhoben fühlten, die auch im Fleisch und seinen Lüsten nicht mehr zu sündigen vermag und demzufolge schon auf Erden im Unschuldsstand des Paradieses lebt. Ihre Mitglieder waren Laien beiderlei Geschlechts und aller Stände, vor allem jene halbgeistlichen Überfrommen, Tertiarier, Begarden und Beginen, welche letztere in ihren stillen Höfen den freien Geist derart gewähren ließen, dass sie dem Richtspruch des Konzils von Vienne aus dem Jahre 1311 verfielen. So tritt in der freigeistigen Gemeinschaft die Frau als ebenbürtige Schwester in den Kreis der Brüder, befreit von der Entmündigung, zu der die Kirche sie verurteilt hatte, und der Geringschätzung enthoben, die ihr Geschlecht als Pforte Satans verschimpfierte. Obwohl es sich um esoterische Unbeschreiblichkeiten handelt, versuchen wir den freigeistigen Heilsweg, der genug beschämende Verkennungen erlebte, aufzuzeigen, um darzutun, dass es sich bei der adamitischen Erotik um einen reinen Platonismus handelt. Der Mann erlöst sich durch das Weib. Durch die leibseelische Erkenntnis zieht er die weibliche Materie in sich hinein, wird wieder eins und kehrt aus seinem Sündenfall ins ewige Licht des Paradieses heim. Dies zugegeben, führen wir den schlechten Ruf der Sekte hauptsächlich auf böswillige Verleumdungen zurück und sehen diese in der vorgeschriebenen Geheimhaltung des adamitischen Mysteriums begründet. Ihre Verfolgung durch die weltlichen und Inquisitionsgerichte war zugleich durch politische Machtansprüche des Staates und der Kirche motiviert. Dem Staate gegenüber nahm der freie Geist die gleiche ablehnende Haltung wie die späteren Täufer ein. Krieg, Eid,
Beamtung war, wie jegliche Gewaltanwendung oder Machtbefugnis, radikal verworfen, weil sie mit seiner ethischen Grundforderung der Freiheit und Freiwilligkeit nicht zu vereinen waren. Der Kirche als Machtinstitution standen die Freigeistleute feindlich gegenüber. Als Gnadenanstalt haben sie ihre äußerliche Teilnahme, doch innere Gleichgültigkeit erwiesen. Wie ein erloschenes Orakel, dessen Zeichensprache seine ursprüngliche Erleuchtungskraft verloren hat, steht die Symbolik Boschs dem heutigen Betrachter gegenüber. Vom Außenwerk des Biografischen ist an sein Schaffen nicht heranzukommen, da seine Lebensspur schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts sich verloren hatte und die von neuerer Archivforschung ans Licht gezogenen Dokumente zum geistigen Werdegang des Malers keinen Beitrag liefern. Wir wissen nicht, wann er geboren ist, wer seine Lehrer, Freunde oder Auftraggeber waren, noch wie er zu den fremdartigen Stoffen kam, mit denen er das Herkommen der Kirchenkunst so eigenwillig überschreitet. Wir hören nur, dass bereits vor Hieronymus van Aken, Bosch genannt, ein Jan van Aken, wohl aus Aachen zugewandert, im Jahre 1399 zu Hertogenbosch das Bürgerrecht erwarb, wonach wir noch verschiedene Träger dieses Namens als Kunsthandwerker dort verzeichnet finden, ohne dass die Verzweigung der Familie eindeutig nachzuweisen wäre. Von unserem Maler ist vor allem überliefert, dass er am Schmuck der riesigen Johanneskathedrale seiner Vaterstadt durch mehrere Altäre und Glasfensterentwürfe mitbeteiligt war. Sie sind vom Bildersturm vernichtet worden. Er war verheiratet, Besitzer eines Hauses und Mitglied der hoch angesehenen Liebfrauenbruderschaft zum Schwan, deren Register seinen Tod vermelden. Er ist im Jahr 1516 nach einem Bildnisdokument zu Arras als ein 60er gestorben, 15 Jahre vor seiner Ehefrau Aleide von Merwerme alias Brandts. Man stößt in seinen Gemälden auf den ergiebigen Befund, dass dem devoten Altardienst eine gehässige Satire auf die Kirche gegenübersteht. In ihren antiklerikalen Bildmotiven gewittert die herannahende Reformation. So treten kirchliche und kirchenfeindliche Gehalte im Schaffen unseres Malers auseinander, dessen Kunst dadurch zum Zeugnis einer Übergangsepoche wird. Doch selbst angesichts der Lockerungen der anbrechenden Reformation muss es als schlechthin ausgeschlossen gelten, dass seine Darstellungen jemals auf kirchlichen Altären Zutritt fanden. So fallen sie zwangsläufig einem Vakuum anheim, denn als Altarbilder ohne Gemeinde verlieren sie sich in ein Niemandsland. Alle bisherigen Beurteiler vertraten die katholische Rechtgläubigkeit des Malers. Sie haben dadurch seine wesentlichsten Werke auf einen irrigen Meridian visiert, die so in ihren geistigen Voraussetzungen, Spannungen und Zwecken umgebogen und bis zu gänzlicher Unkenntlichkeit enteignet worden sind. Es ging dem Maler in der Kunstgeschichte, wie es der seinem Schaffen nah verwandten Alchemie in der Kulturgeschichte lang genug ergangen war. Diese Arkanlehre ist in der älteren Literatur meist nur als schwarze Kunst, das heißt nach landläufigem Missverständnis als okkultistische Geheimniskrämerei behandelt worden. Es sieht verdächtig ähnlich aus, wenn Bosch im älteren Kunstschrifttum nur als kulturgeschichtliche Kuriosität, als Faiseur de Diable, also als eine Art von Schwarzkünstler erscheint. Skurril, fantastisch und grotesk. So lauten die Begriffe, zu denen die Beschreiber ihre Zuflucht nehmen, um die unfasslichen Metamorphosen, Larvenspiele und Quälgeistereien zu bezeichnen, die er auf seinen Eremiten- oder Höllenbildern zu entfesseln pflegt. Weil sie der Ratio des Betrachters unverständlich blieben, hielt man die Gleichnisse des Malers selbst für irrational und sah darin nur Träume, Halluzinationen und Chimären, Zwangsvorstellungen einer mittelalterlichen Welt und Höllenangst. Dass ihre Unverständlichkeit der eigenen Verständnislosigkeit entstammen könne, wurde nicht bedacht, und niemanden hat das Novalis-Wort gewarnt. Von weitem hört ich sagen, die Unverständlichkeit sei Folge nur des Unverstandes, dieser Suche, was er habe und also nichts weiterfinden könne.
So bruchstückhaft und widersprüchlich die Lebenstatsachen des freien Geistes überliefert sind, stellt das anfangs genannte Kammerica-Protokoll der Inquisition doch eine ausbaufähige Quelle dar. Die Stichworte und Richtpunkte, die es enthält, entfächern sich zu einem ziemlich umfassenden Bild freigeistigen Gemeindelebens, das wir nicht nur in seiner äußeren Organisation, sondern zugleich in seinen maßgebenden religiösen, moralischen und sozialen Positionen kennenlernen. Selbst in den Fragen, die das Dokument beschweigt, ist es ergiebig. Ja, solch ein Ausfall ist vielleicht das Aufschlussreichste, was es uns vermittelt. Die Tatsache, dass trotz scharfer Brandmarkung freigeistiger Zügellosigkeiten von einer kultischen Orgiastik keine Rede ist. Dies will zur Widerlegung jener groben Auffassung schon viel bedeuten, die sich die Gottesdienste solcher Konventikel als Badstubenexzesse vorzustellen pflegt. Der Grund für diese augenfällige Zurückhaltung ist offensichtlich. Hier stand ein Ordensmann vor dem Gericht, dem mit den plumpen Gräuelmärchen kultischer Unzucht nicht zu kommen war. Wie sich denn auch der ganze Tenor des Prozesses in Rücksicht auf den klerikalen Rang des Angeklagten an eine strengere Sachlichkeit gebunden zeigt. Das Inter fratres hindert nicht die Schärfe, wohl aber hebt es das Niveau der Untersuchungsführung. Vor allem gibt es ihr auch jene theologische Wendung, der wir es verdanken, so dass so grundlegende Begriffe wie Aklivitas und Paradies trotz ihres positiven Wertgehalts verzeichnet wurden. Eine besondere Ergiebigkeit des Protokolls besteht darin, dass zu den Klagepunkten zugleich die Gegenaussagen des Karmeliten in dessen eigener, nicht erzwungener Formulierung festgehalten sind. Ingleichen liegt vor den Mauern Brüssels ein gewisser Turm eines gewissen Schöffen der genannten Stadt, wo sie zur Feier ihrer Konventikel sich versammeln. Dieser im Vorfeld Brüssels abgelegene Turm erinnert an das unterirdische Gewölbe, worin schon 1325 Nacktgottesdienste der kölnischen Adamiten vor sich gingen. Da beide Örtlichkeiten den Geruch lichtscheuer Unterschlupfe an sich tragen, könnte man sie als abenteuernde Erfindungen in Frage ziehen. Doch Bruder Wilhelm streitet den Anklagepunkt nicht ab, sondern erklärt nur, dass er in 10 Jahren niemals an einem solchen Konventikel teilgenommen habe. Der Inquisitor hat ihm folgende 2 schwerwiegende Sätze, die er nicht bestreiten konnte, zur Widerrufung vorgehalten. Zweitens, dass der natürliche Geschlechtsakt in einem Sinne vor sich gehen könne, dass er das gleiche wert sei wie ein Gebet vor Gott. Zu einer kühneren Formulierung hätte sich auch Aegidius Cantor nicht vermessen können. Denn eben dies war ja der Sinn des Höhenweges, dass er die Physiologie der Zeugung so veredeln sollte, dass sie nicht mehr als ein beschämend tierisches, sondern als ein erhebend schöpfergöttliches Prinzip empfunden werde. Durch diese Einräumung zeigt sich der Karmelit mit den Joquela Cantors völlig einverstanden, wie er sich auch den ketzerischen Katechismussatz der Unversündbarkeit des Geistes angeeignet hatte. Sechstens, dass der äußere Mensch den inneren nicht beflecken könne, widerrufe ich als falsch und ärgerniserregend. Diese Beurkundung führt uns zum Ausgangspunkt des Höhenweges, denn hier wird bezeugt, dass die Freigeistgemeinden ein erotisches Geheimwissen gehütet haben. Modus specialis, eine Liebeskunst, die einerseits als sich von der Gewöhnlichkeit des animalischen Geschlechtsakts reinlich unterschieden, doch andererseits in keiner Weise gegen die Natur verstoßen hat. Hier fassen wir die theoretische Verknüpfung der beiden sittlichen Vollkommenheitsbegriffe, die der freie Geist vertrat, der Keuschheit und der sündlosen Geschlechterliebe. Keine Schöpfung Boschs hat man so hartnäckig verkannt wie das Dreitafelwerk des tausendjährigen Reiches. Genau 345 Jahre lang, seitdem der spanische Hieronymitenpater Josef de Sigüenza anno 1599 seine Erklärung auf ein irriges Geleise schob, hat die Sinngebung dieses Werkes ihren fragwürdigen Rang als einstimmige Fehldeutung behauptet. Womit ein kunst- und religionsgeschichtlich einzigartiges Monument zu einem Petrifakt des Vorurteils erstarrte. Für einen unvoreingenommenen Betrachter stellt sich die Schauwand des Altarwerks so dar.
Die Innenbilder zeigen links den Garten Eden, rechts die Hölle und auf dem Mittelbild ein zweites Paradies, das eine Fortsetzung und Steigerung des ersten bildet, insofern eine durchlaufende Landschaft beide Bilder eint und die links dargestellte Eheeinsegnung des ersten Menschenpaares durch den Demiurgen auf der Mitteltafel in einem ganzen Schwarm von Adamskindern Frucht getragen hat. Diese ergehen sich in jugendlicher Nacktheit ohne Scheu in rätselhaft vegetativen Liebeskulten. Wo aber kommen all die dutzendfältigen Menschen dieses Paradieses her? Diese elementare Vorfrage, die kein bisheriger Kommentator stellte, führt in ein biblisches Dilemma, denn nach der Überlieferung der Genesis hatten die Stammeltern im Paradies noch keine Kinder, welche erst draußen auf dem harten Weltacker geboren wurden. Wir sehen also ein Utopien, einen Gotteskindergarten vor dem Sündenfall oder einen Zustand, welcher sich ergibt, wenn, nach Entsühnung ihres Sündenfalls, der Menschheit eine Rückkehr in das Paradies und in das friedfertige Wohlsein aller Kreatur gestattet wird. Dass eine solche Lobpreisung des Urstands tatsächlich der beherrschende Gedanke unseres Werks ist, wird schon durch dessen Außentafeln angekündigt, deren Thematik die bisher vertretene Auffassung von Grund auf widerlegt. In einer weihevollen Darstellung sieht man darauf das Weltall abgebildet, wie es am dritten Schöpfungstag sich dem Chaotischen entrungen und mit der ersten Vegetation bekleidet hat. Nach einem derart heiligen Introitus kann die in dieser Sphärenkugel anrollende Weltgeschichte unmöglich ein erbsündiges Lupanar und in die Hölle gravitieren. Eine derartige Konzeption könnte nur ein absoluter Nihilist oder ein satanistischer Narr ersinnen. Nur eine solche Sinngebung des Triptychons wird allen anschaulichen Tatsachen gerecht, auch ist sie theologisch durchaus folgerichtig, vor allem aber bietet sie dem Altarwerk, das bisher unfassbar vereinzelt in der Kultur- und Kunstgeschichte stand, einen religionsgeschichtlich aufschlussreichen Hintergrund, der zugleich die hermetische Persönlichkeit des Malers in einem völlig neuartigen Licht erscheinen lässt. In einer schimmernden Kristallkugel geborgen lagert die Erdscheibe vom Meer umgürtet. Über der dunklen Halbkugel der Unterwelt und unter einem wolkenschweren Himmel, aus dessen Zwielicht fahle Sonnenstrahlen auf das Festland fallen. Über der Erde liegt die dämmerige Stille einer Morgenstunde und eine allverwobene, schöpferische Feuchtigkeit, die als fast unmerklicher Regen aus dem Himmel sickert, wie sie als Nebel wieder in die Wolken dampft. Die Bibelstelle, die dem Bild zugrunde liegt, lautet nach der Vulgata und der Lutherbibel: Also ist Himmel und Erde worden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und allerlei Bäume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und war kein Mensch, der das Feld bauete. Und ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land. So haftet schon den Außenflügeln das hochgestimmte und geheimnisvolle Pathos an, das einem echten Kultbild zugehört. Doch damit nicht genug, bekundete der Maler gleichsam durch eine Randbemerkung, dass es sich um ein Kultbild für die Jüngerschaft des freien Geistes handelt. Ins kaum mehr Wahrzunehmende zurückgedrängt erscheint links in dem oberen Bildeck die Gestalt Gottvaters, der doch als Weltschöpfer die Hauptfigur des Ganzen bilden müsste. Während Jehova in ungreifbarer Verschwommenheit verdämmert, leuchten in großen Umrissen die beiden Schöpfungsworte »Ipse dixit et facta sunt« und »Ipse mandavit et creata sunt«. Er sprach, und es wurde getan, und er gebot, und es wurde erschaffen. Da durchaus Platz für eine ansehnlichere Ausbreitung des Weltschöpfers vorhanden war, muss seiner farblosen Verwinzigung wie auch der unterstrichenen Hervorhebung der Schöpfungsworte ein beabsichtigter Sinn zugrunde liegen. Dieser ergibt sich aus der Lehre von den drei Weltzeitaltern, die der freie Geist von Joachim von Fiore übernommen hatte. Nach dem universalgeschichtlichen Evolutionismus dieser Theorie beginnt der Weltlauf mit dem Reich des Vaters, geoffenbart in der Gesetzesfurcht des Alten Testaments. Dies Reich des Vaters ist erloschen und wurde abgelöst vom Reich des Sohnes,
das sich im Neuen Testament als Weisheit des Kreuzes erfüllte und noch fortbesteht, um sich zur Zeit des großen Ordensstifters Benedikt im ersten Übergang, dann mit dem Jahr 1260 in vollkommener Fülle ins Reich des Heiligen Geistes aufzulösen. Dies Endreich lebt im Frieden reiner Liebe, weltabgeschiedener Beschaulichkeit und einem Zustand der Erleuchtung. Dies Endreich lebt im Frieden reiner Liebe, weltabgeschiedener Beschaulichkeit und einem Zustand der Erleuchtung, worin der tote Buchstabe der beiden Testamente zu rein geistigem Verstehen verlebendigt wird. Wie diese freischwebende Kugel unseres Malers einer von Menschenhänden nicht berührbaren Erscheinung ganz nüchtern einer Seifenblase gleicht, so war auch die Drei-Status-Lehre Joachims von Fiore ein utopischer Traum, der an der Wirklichkeit zerschellen musste. Denn als in die Spiritualen innerhalb des Franziskanerordens und in der Laienwelt die Bruderschaften der Begarden, Schwesternschaften der Beginen, vor allem aber der zum Äußersten entschlossene Jüngerkreis des freien Geistes zu verwirklichen versuchten, geriet er in die Irrungen der Ketzerei. Zwar hatte Joachim in seiner Prophetie den kirchlichen Autoritätsgedanken niemals angetastet, doch drängte das Zusammenwirken seiner Leitgedanken schon bei den ersten Schritten der Verwirklichung zu Folgerungen, die das kirchliche System durchstoßen mussten. Denn war den Menschen dieses Endreichs geistliche Vollkommenheit, unmittelbare Gottesschau und eine vieldeutige Freiheit zugestanden, so wurden die traditionellen Sakramente überflüssig und mit der Sakramentskirche zugleich die Priester und die Papstkirche von einem freigeistigen Mündigwerden überwunden. Im Protokoll der Homines Intelligentiae sind diese Konsequenzen folgendermaßen formuliert. Insgleichen sagen sie, die Zeit des alten Bundes sei die Zeit des Vaters, die Zeit des neuen Bundes die Zeit des Sohnes gewesen, jetzt aber sei die Zeit des Heiligen Geistes, die sie die Zeit des Elias nennen, in der die Schriften aufgehoben werden, so daß, was bisher für wahr gehalten wurde, nun geleugnet wird, so auch die katholische Lehre, so die katholischen Wahrheiten, welche die Armut, die Enthaltsamkeit zu verkünden pflegten. Das Gegenteil dieser Wahrheiten soll, ihrer Meinung nach, im Zeitalter des Heiligen Geistes verkündigt werden. Da die historische Überlieferung des schwer zu fassenden Adamitismus in ihrer Widersprüchlichkeit versagt, bleibt nur ein zuverlässiger Prüfstein für die Sittlichkeit des freien Geistes: die Prägung eines hochwertigen Menschenbildes, die, wenn irgendwo so in der Ausgestaltung seines Grundidols, Adams, des Ebenbildes Gottes sich bewähren muss. Auf die Menschwerdung dieses Gottessohnes drängt schon die zwielichtige Zwischenstunde des dritten Schöpfungstages hin, worin die Nacht sich morgendlich erhellt, das Meer aus seinem Schoß das Erdenrund entlässt, das Festland sich verpflanzlicht und das Buschwerk animalisiert, während die Regengüsse aus dem höchsten Himmel kaum mehr zu verhalten sind, den Erdnabel des Paradieses zu befruchten, damit als Ausbund aller Schöpfungsstufen der urerzeugte Adam endlich in Erscheinung tritt. In einer tropisch farbenreichen Landschaft, deren Hintergrund von einer Felsenszenerie geschlossen wird, spiegelt inmitten grüner Hügel eine Wasserfläche, aus deren Blau ein schlanker, pflanzenhafter Brunnen in die Höhe steigt. Er strahlt nach den vier Himmelsrichtungen die Quellen der vier Paradiesesströme aus und gibt sich dadurch als der ewige Lebensbrunnen zu erkennen. Tropische Tiere wie der Elefant und die Giraffe, dazu Einhörner, Rieseneidechsen und dichte Vogelschwärme bevölkern diese Gartentiefe, die durch ein Wäldchen von dem Vordergrund geschieden ist. Dort steht in der genauen Mittelachse, den ernsten Blick auf den Beschauer heftend, der Weltschöpfer und führt dem aus dem Schlaf emporfahrenden Adam, dessen zweites Ich und leibhaftig gewordene Wesenshälfte zu. Ein apollinisch-jugendlicher Gott im Morgen seiner Schöpfung. Sein blauäugiges, blond gelocktes Antlitz ist wie sein Gewand vom Glanz der Morgenröte übergossen.
In ausgesprochener Christus-Ebenbildlichkeit gestaltet, steht er gleichaltrig zwischen seinen zwei Geschöpfen als Mittler seiner eigenen Gott-Ebenbildlichkeit. Während er seine rechte Hand zum Segensspruch erhebt, fasst er mit seiner linken Eva über ihrem Handgelenk, als ob er sich an dem lebendigen Pulsieren ihres Blutes erfreuen und die für ewig unverbrüchliche Gemeinschaft dieses Menschenblutes mit seinem eigenen besiegeln wolle. Im Staunen Adams birgt sich dreierlei: Verwunderung, dass ein ihm Traum erschienenes Wesen ihm als Wirklichkeit entgegentrete. Die Ahnung, dass das vor ihm auftauchende Weib seit ewig seiner eigenen Artung zugehöre und auf geheimnisvolle Weise aus ihm selbst herausgetreten sei. Schließlich der männlich-schöpferische Drang, die ihrer selbst noch unbewusste Eva durch die Bannkraft seines Blickes zu erwecken. So spitzt sich alles auf die noch hintangehaltene Sekunde zu, in der die Blicke des Stammelternpaares sich zum ersten Mal begegnen. Denn mit der Wachrufung des Weibes durch den Mann erfüllt sich die Erkenntnis, welche die sprechende Gebärde Christi offenbart. Et erunt duo in carne una. Und werden zwei ein Fleisch sein. In dieser kardinalen Ehestiftung aus der Genesis erfassen wir das Leitwort unserer Schöpfungstafel und zugleich die Grundformel des ganzen Altarwerkes. Sie ist nicht nur als göttliches Gebot der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes, sondern zugleich im Sinne einer mystischen Religio zu verstehen, eines Religere, das Wesenheiten, die in der Zeitlichkeit geschieden sind, zu ihrer ursprünglichen Ganzheit wieder einzusammeln und in die Ewigkeit zurückzulesen strebt. So ist auf dieser Tafel nicht die physische Erschaffung Adams oder Evas, sondern ihre metaphysische Vorherbestimmung dargestellt, was Bosch schon durch die trinitarische Agraffe, die auf dem Herzen Christi haftet, deutlich machte. Es sind zwei Ringe, die aus einer einheitlichen Mitte ebenso nach außen streben, wie sie von der Peripherie sich wieder in den Mittelpunkt zusammenziehen. Gleich diesem Symbolum der auseinandertretenden, doch in ihr Zentrum zurückstrebenden Kreise oder Wesenskräfte gehen in dieser Stunde aus dem ewigen Menschensohn die zeitlichen Erscheinungen von Mann und Weib hervor.